So, liebe Freunde, auf geht's, Auslauf in Richtung Westen. Mein Ziel ist erst einmal ein kleiner Ort am Rhein namens Bacharach. Dort werde ich übernachten. Unsere Burg, die ist aber in der Nähe von Kaub oder in Kaub, mitten auf dem Rhein. Also, aber jetzt liegen erstmal ja, etwas über 4 Stunden Fahrt vor mir. Auf geht's. Freunde, ich muss zugeben, ich habe mich ein bisschen verliebt und zwar in dieses wunderschöne Mittelrheintal. Schaut euch das mal an. Ich bin noch nie hier in der Gegend gewesen, muss ich zugeben, und bin sehr, sehr, sehr begeistert. Gerade im Herbst macht das jetzt einen wunderschönen Eindruck. Ich bin von Bingen hier runtergefahren, 20 Kilometer, eine Burgruine nach der anderen, die Weinreben jetzt hier. An diesem Herbsttag. Und unter uns sehen wir hier diese Stadt Bacharach. Und ich befinde mich hier im Prinzip auf den Ruinen der alten Stadtmauer dieser Stadt, die gut befestigt war, weil sie im Mittelalter wirklich bedeutsam war für den Rheinhandel. Eine richtig reiche Stadt, die reich geworden ist, weil sie hier ja, Stapelrechte hatte für den Wein, für den Weinhandel. Und ein Großteil des Weins hier vom Rhein ist über Bacharach verschifft worden. Die Stadt Bacharach ist im Mittelalter jetzt nicht nur bedeutsam gewesen als Handelsstadt, sondern auch bedeutsam wegen dieser Burg dort oben, nämlich Burg Stahleck. Die Burg ist schon sehr, sehr alt, eine Spornburg, gebaut etwa um 1100 und zwar von Köln aus. Von Kür Köln aus, denen gehörte das Gebiet, das heißt also den Kölner Erzbischöfen. Allerdings wurde es dann sehr schnell Teil der Pfalzgrafschaft. Das ist die spätere Kurpfalz, sozusagen der Kernbestandteil dessen. Und diese, ja, die Pfalzgrafschaft und auch die Kurpfalz ist historisch äußerst bedeutsam für die deutsche Geschichte in mehrerlei Hinsicht. Aber jetzt interessiert uns nur ein Punkt, nämlich einer, der mit, ja, mit der gestrigen Burg tatsächlich zu tun hat. Und insofern ist das überaus passend, dass ich heute hier bin. Also die Pfalzgrafschaft war zuerst in der Hand der Staufer und relativ schnell in der Hand der Wittelsbacher. Und die Wittelsbacher, die spalteten sich dann, also deren Dynastien, in einen bayerischen und einen pfälzischen Teil. Und dieser pfälzische Wittelsbacher Teil, die waren wiederum lange Zeit große Widersacher von Karl IV., von dem wir gestern so viel gehört haben. Und Karl IV. Hatte, auch das haben wir gestern gehört, eine Dame namens Anna geheiratet und das war die Tochter des pfälzischen Grafen. Und die Hochzeit wurde von ihm genau aus dem Grund eingefädelt, um Frieden mit den Wittelsbacher zu schließen. Und diese Hochzeit, die fand also hier auf dieser Burg tatsächlich statt. Und diese Hochzeit wiederum war ja der Anlass dafür, dass Karl IV. Diese Gebiete im sogenannten Neuböhmen bekommen hat, unter anderem auch Lauf an der Pegnitz und andere Gebiete. Und das war wiederum der Grund, warum diese Burg gebaut wurde, die wir gestern gesehen haben. Also so schließt sich auf interessante Art und Weise der Kreis. Die Burg übrigens war Teil der Stadtbefestigung. Das war sozusagen der höchste Punkt. Die Stadtmauer lief hier runter und dann runter bis zum Rhein und auf der anderen Seite auch.
Könnt ihr vielleicht in der Ferne sehen, so ein bisschen wie die chinesische Mauer fast, mutet es an. Also sehr, sehr, sehr beeindruckend, diese ganze Anlage. Und bedeutsam war sowohl die Stadt als auch der Rhein und die anderen Ortschaften hier eben auch für die Landesherren, weil sie hier ordentlich Geld verdienen konnten, nämlich mit den Zolleinnahmen, die wirklich wichtig waren. Und das ist der eigentliche Anlass, warum ich hier bin. Denn morgen schauen wir uns im nächsten Ort, nämlich in Kaub, eine Zollburg an. Die Pfalzgrafenburg, die mitten auf dem Rhein steht. Bin schon sehr gespannt. Ich werde noch diesen kleinen Rundgang beenden, hoch zur Burg gehen, auf der anderen Seite wieder runtergehen und mir dann ein gutes Gasthaus suchen. Denn auch das ist was Schönes hier. Ich habe schon gesehen, hier gibt es im Ort mindestens 10 Wirtshäuser, die alle noch aufhaben. Ein nicht zu unterschätzendes Thema dieser Reise. Freunde, es ist der nächste Morgen. Ich bin von Bacharach, meinem Übernachtungsort, 3 Kilometer den Rhein hinuntergefahren und bin jetzt immer noch auf der linksrheinischen Seite, direkt am Ufer des Rheins. Und auf der anderen Seite ist das kleine Städtchen Kaub sowie 2 Burgen. Einmal da oben die Burgruine Gutenfels, hieß früher übrigens auch einfach Burg Kaub, wurde dann aber um 1500 umbenannt. Und hier unten auf einer Rheininsel die Burg Pfalzgrafenstein. Und das ist die Burg, die mich heute besonders interessiert. Aber vielleicht noch kurz ein paar Worte zu Kaub, denn die Geschichte von Kaub und Bacharach hängen eng zusammen. Auch Kaub gehörte zur Pfalzgrafschaft und diese 3 Burgen, also Stahleck in Bacharach, Gutenfels hier und die Pfalzgrafenstein, ja, das war so ein bisschen wie der Kernbereich, der absolute Kernmachtbereich dieser mittelrheinischen pfalzgrafschaftlichen Territorialherrschaft und war ein enormer Machtfaktor im Mittelalter. Warum war das so bedeutsam, das hier so zu befestigen? Und da müssen wir auf einen Punkt jetzt ein bisschen ausführlicher zu sprechen kommen, der ganz eng jetzt mit der Burg Pfalzgrafenstein zusammenhängt, aber unheimlich wichtig überhaupt für die historische Entwicklung der Region ist. Nämlich es geht um den Zoll, um den Rheinzoll. Vielleicht ein paar Worte zum Zoll an sich, zum Flusszoll. Flüsse sind ja bedeutende Handelswege schon seit Urzeiten, weil aus naheliegenden Gründen man viel mehr Fracht, zumindest damals, auf Flüssen transportieren konnte, als auf irgendwelchen Karren oder Pferdefuhrwerken. Außerdem ging es relativ schnell und es war noch einigermaßen sicher, weil die Gefahr von Raubüberfällen viel geringer war. Und ja, in dem Zusammenhang, wer die Flüsse dann kontrollierte, kontrollierte gewissermaßen auch den Handel. Und da lag es nahe, dass irgendwie auch in bare Münze umzumünzen, sozusagen, diese Macht. So, und dementsprechend ist ein Flusszoll auch etwas Uraltes, Altbekanntes. Zoll kennt man ja sowieso schon aus der Bibel, wobei der Beruf des Zöllners so ein bisschen fragwürdig ist, weil damit immer auch verbunden ist der Vorwurf der Wucherei, dass zu viel Zoll genommen wird. Wie auch immer, selbst die Römer haben hier schon am Rhein wohl Zolleinnahmen gehabt und vielleicht nach einer kurzen Phase von sozusagen einem Machtvakuum gab es hier keinen Zoll, aber schon von den Merowingern ist sowas überliefert und im deutschen Frühmittelalter hier dann ist auf jeden Fall, gab es hier schon Zolleinnahmen. Ursprünglich nimmt man an, dass die Begründung für sozusagen solche Art von Zoll durchaus der war, dass damit ja der Handel gestärkt werden sollte, indem mit den Einnahmen zum Beispiel die Schiffbarkeit der Flüsse verbessert wurde oder indem jetzt den Kaufleuten geholfen wurde, ihre Waren umzuschlagen oder indem das Treideln irgendwie erleichtert wurde, finanziert wurde. Denn man hat natürlich auch flussaufwärts Schifffahrt betrieben. Da musste hochgetreidelt werden, also mit Pferden am Flussufer entlang und Seilen mussten die Schiffe hochgezogen werden. Jetzt machen wir eine kurze Pause, damit dieses Fahrgastschiff vorbeifahren kann, weil ich glaube, wird dann zu laut. Die Idee, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Zollgebühren und bestimmten Leistungen, die auch erbracht werden für den Handel, die hatte sich dann aber relativ schnell erledigt.
es war einfach zu verlockend, das Geld, was man mit diesen Zolleinnahmen machen konnte. Und so hat im Prinzip jeder Hinz und Kunz, der hier Einfluss und Macht besaß am Rhein, versucht, irgendwie einen eigenen Zoll zu nehmen. Zu Hochzeiten gab es wohl im gesamten Verlauf des Rheins über 60 Zollstationen und hier im Mittelrheingebiet so 8 bis 10 Zollstationen. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Das bedeutet, dass ein Händler wirklich 8-mal, wenn er hier durchfuhr, Zoll für die gleiche Ware bezahlen musste. Und ja, das war teilweise legitimiert, teilweise nicht. Es gab dann gewissermaßen auch illegalen Zoll, also Raubritter gewissermaßen, die von ihrem Burgen aus das einforderten. Also das war ein wahnsinniger Wildwuchs, so dass im Prinzip aus dieser, ja, sozusagen aus dem Konzept, den Handel zu befördern mit den Einnahmen, genau das Gegenteil dann sehr schnell passierte, sich entwickelte, nämlich dass der Handel behindert wurde, weil natürlich die Waren massiv teurer wurden. Man hat berechnet, dass, ich glaube, allein in diesem mittelrheinischen Bereich der Zoll etwa einen Wert von 66% des Warenwertes hatte, sodass sich dementsprechend natürlich die Waren verteuerten und damit auch die Güter möglicherweise nicht mehr konkurrenzfähig zu verkaufen waren, weil andere Handelswege, wo es weniger Zollstationen gab oder wo weniger Zoll entrichtet werden musste, ja, da wurden die Waren natürlich dann billiger am Ende transportiert, sodass die Endpreise dann auch günstiger waren. Dementsprechend war dieses ganze Thema Rheinzoll ein hoch umstrittenes Thema, und zwar über Jahrhunderte. Das wurde eigentlich nie richtig geklärt. Also zum Beispiel, es gab natürlich unterschiedliche Interessen. Also die Burgbesitzer bzw. die hier Kontrolle ausübten, die hatten natürlich was davon, während die Händler, die Städte, wo die Händler stark waren, die waren dafür, eben den Zoll möglichst gar nicht einzuziehen. Dementsprechend bildete sich zum Beispiel auch zwischendurch also ein rheinischer Städtebund, der genau dagegen kämpfte, gegen diese Zollstationen und die hohen Zollgebühren. Aber so richtig, es wurde eigentlich nie wirklich geklärt. Es war immer oder lange Zeit ein großer Wildwuchs, und es wurde auch erst im 19. Jahrhundert durch die Preußen dann abgeschafft, dieser ganze Rheinzoll. Also bis dahin gab es diesen Zoll, sicher in der Endphase alles ein bisschen berechenbarer und kontrollierter, aber das Thema war eigentlich wirklich über die Jahrhunderte durchgehend relevant. Und man kann vermuten, dass gerade diese wahnsinnigen Einnahmen auch dazu geführt haben, dass halt diese ganze Gegend sehr, sehr umkämpft war. Also es gab laufend irgendwelche Fehden, Kleinkriege, größere Kriege. Und ja, die Aussicht hier eben von diesen Zolleinnahmen zu profitieren, die hat das mit Sicherheit befördert. Und das wird wiederum auch mit ein Grund sein, warum es hier wirklich alle 2-3 Kilometer irgendeine Burg gibt. Weil nämlich, um sein sozusagen Zollrecht zu sichern, hat man dann gerade aus diesem Grund solche Burgen gebaut. Und es gibt Historiker, die berechnet haben, dass die Zolleinnahmen an sich erstmal die wichtigste Einnahmequelle im Mittelalter ist für gewissermaßen die Herrschaft, die Landesherrschaften, und der Rheinzoll wiederum der größte Batzen ausmachte. Also hier war richtig Geld zu holen. Und das war wiederum dann auch der Grund, warum diese kleine Burg dort gebaut wurde, mitten auf dem Rhein, nämlich um diese Einnahmequelle für die Pfalzgrafen noch stärker zu sichern. Und wir wissen relativ genau, wann das Baudatum war, denn dieser Bau fiel genau in einen Konflikt zwischen deutschem Königtum und dem Papsttum unter Ludwig dem Vierten, Ludwig dem Bayern. Dieser Ludwig hatte massive Konflikte mit dem Papst. Eigentlich im Kern ging es vor allem um seinen Machtanspruch in Oberitalien. Da hatte der Papst was dagegen. Aber es wurden natürlich auch alle anderen Gelegenheiten genutzt, um sich gegenseitig anzuschießen. Und das Thema Zoll war für den Papst dann eine gute Gelegenheit. Und so gab es mehrere Briefe an die Erzbistümer Trier, Mainz und Köln, die Großen. Und da hatte der Papst diese aufgefordert, dass sie dafür Sorge tragen sollen, dass der König hier diesen Zoll nicht einnehmen soll, weil das unchristlich ist. Und das ist auch der Grund für eine Exkommunizierung, die auch stattgefunden hat im Übrigen. Das Problem war, dass die Erzbischöfe, zumindest teilweise und später alle, selbst Zoll einzogen.
insofern im hohen Maße davon profitierten, von dieser Möglichkeit. Und das, ja, das führte so ein bisschen dazu, dass sie vermutlich Legitimationsschwierigkeiten hatten, so eine Aktion durchzuziehen. Ludwig und sein Pfalzgraf hier, die schufen Tatsachen. Und es gab, wie gesagt, mehrere Briefe des Papstes. Und in einem zweiten Brief, da erwähnt er schon, dass diese Frechheit, dass hier gewissermaßen auf dieser Rheininsel ein Turm gebaut wurde. Insofern weiß man also relativ genau, wann das Baudatum ist und dass es mit dem Bergfried dort begonnen hat. Es war, um genau zu sein, im Jahr 1326 und 27, dass diese Burg gebaut wurde. Und der Bau wird auch in wenigen Jahren abgeschlossen worden sein. Wurde natürlich mit der Zeit immer weiter noch ein bisschen verändert und dran gebaut. Dazu kommen wir später noch. Die Burg selbst hatte nicht die Aufgabe, den Zoll zu erheben, sondern das war der Ort, wo das Ganze überwacht wurde. Da gab es also eine kleine Wachmannschaft und einen Kommandanten. Da gab es also irgendwie einen Bläser, der ein Signal gegeben hat den Schiffen, dass sie auch ja anlegen sollen in Kaup. Und in Kaup selbst, dort war dann so eine Art Zollstation. Dort gab es gewissermaßen Zollbeamte, die dann die Waren überprüften und den Zoll festlegten. Nur wenn es Probleme gab, dann griff gewissermaßen die Wachmannschaft ein. Wobei man dazu sagen muss, in früheren Zeiten, wo es noch keine Feuerwaffen gab, werden sie Schwierigkeiten gehabt haben, ein schnell vorbeifahrendes Schiff irgendwie anzuhalten. Das konnten sie dann nur machen, wenn es vielleicht zurückkam und hochgetradelt wurde. Da war das relativ einfach. Später mit Feuerwaffen gab es dann sicher Möglichkeiten, das also ein Durchbruch gewissermaßen zu verhindern. Ich werde jetzt die Fähre über den Rhein nehmen und von Kaup aus gibt es dann noch ein kleineres Boot, was mich dann, oder jeden Besucher, der da hin will, auf diese kleine Burg bringt. Und ich bin schon gespannt, was da zu sehen ist. Wir sehen uns auf diesem Inselchen wieder. So, wir befinden uns jetzt hier im durchaus pittoresk anmutenden Burginnenhof. Das würde man vielleicht gar nicht so vermuten von außen, wenn man diese Zollburg sieht. Am Ende besteht diese Burg aber eigentlich im Kern nur in Anführungsstrichen aus diesem doch sehr mächtigen Hauptturm, dem Bergfried. Hier hat man mir inzwischen erzählt, dass hier vor allem tatsächlich vermutlich zu späteren Zeiten, vermutlich nicht im Hochmittelalter und gleich, aber hier, das wurde als Gefängnis genutzt. Man kann wohl die Gefängniszellen auch normalerweise besichtigen, aber während Covid-Zeiten ist das nicht geöffnet. Üblicherweise war das auch hier der Fall, dass der Zugang zum Bergfried natürlich weiter oben lag. Wir können uns das gleich mal angucken. Auch einige Meter hier über dem Erdgeschoss da oben. Ursprünglich war dort wirklich nur eine kleine Pforte und eine Leiter, die dort hochführte. Später hat man dann eine kleine Brücke gebaut, die vom zweiten oberen Wehrgang aus zu benutzen war. Stichwort Wehrgänge. Neben diesem Hauptturm dominieren dann im Prinzip diese breiten Mauern, die ummauerten Wehrgänge. Und es gab zwei verschiedene. Einmal den ursprünglichen Wehrgang da oben, komplett umlaufend. Der hatte noch nur kleine Schießscharten und dann hat man später gleichzeitig mit dem Anbau der Bastion einen zweiten unteren Wehrgang noch dazu gebaut, auf solche Arkaden gesetzt und mit diesem Holzgeländer versehen. Und dort sind die Schießscharten auch schon größer. Vermutlich konnte man dort auch Kanonen positionieren. Und ansonsten gibt es eigentlich nur an der nördlichen und südlichen
Seite ein bisschen mehr Platz. Hier über dem Eingang befindet sich die Kommandantenwohnung. Da können wir nachher auch reingehen. Und auf der anderen Seite, ja, da ist so eine Art Bastion. Auch die sehen wir noch. Großes Thema auf Burgen immer ist die Wasserversorgung. Und das gilt selbst hier auf so einer Burg mitten im Rhein. Denn auch diese Burg hatte einen Brunnen. Und was wirklich interessant ist, dass dieser Brunnen nicht einfach nur nach unten ging und ja, Rheinwasser dort man schöpfen konnte. Nein, der wurde richtig in den Rheinfelsgrund geschlagen. Also dort hat man Quellwasser geschöpft. Also richtiges Grundwasser unterhalb des Rheins. Ich bin jetzt hier in diesem kleinen Burgmuseum auf der Pfalz Grafenstein. Und hier ist unter anderem ein sehr, sehr schönes Modell von diesem mittelrheinischen Gebiet. Und da sieht man sehr, sehr gut, wie verteilt und aufgespalten die Machtgebiete hier am Rhein waren im Mittelalter. Hier ist das farblich ein bisschen gekennzeichnet. Das waren die wichtigsten Mitspieler hier. Trier, Kurköln, Kurmainz. Die derer von Katzenhellenbogen und eben die erwähnten Pfalzgrafen. Und jetzt können wir hier so ein bisschen den Rhein entlang gehen, beginnend hier von Bingen. Und dann seht ihr farblich, hier haben wir also Kurmainz und hier. Hier kommen nämlich jetzt schon die Pfalzgrafen hier, die genau an dieser Stelle ihre Burgen hatten. Und das soll eben Bacharach darstellen mit Stahleck. Und hier unten haben wir Kaub mit der Pfalz. Grafenstein. Ja, dann geht das immer weiter so den Rhein hinunter mit unterschiedlichen Machthabern und dementsprechend auch unterschiedlichsten Zollstationen, bis wir hier am Ende in Koblenz ankommen. Wir kommen jetzt in die Bastion und dies ist ein Teil, der ja erst später verändert und so ausgebaut wurde aus offensichtlichen Gründen. Die Militärtechnologie hat sich verändert, Feuerwaffen, Geschütze hielten Einzug und dementsprechend musste man auch Burgen anpassen. Selbst so eine Zollburg wurde etwas umgebaut und ihr seht es, es gab dann in drei Richtungen die Möglichkeit, Geschütze aufzustellen. Immer mit dem Zweck und dem Ziel, gegebenenfalls Schiffe zu attackieren, die sich dem Zoll entziehen wollten. Es gab allerdings noch einen zweiten Grund, warum man diesen Anbau so gemacht hat. Von außen erkennt man das besser, und zwar ist das ganz spitz zulaufend. Und das wirkt im Prinzip wie so ein Eisbrecher, bloß dass sich die Burg natürlich nicht bewegt. Wenn sozusagen der Strom im Winter voller Eis ist und das hier gegen gepresst wird, dann teilt diese spitz zulaufende Bastion die Eismassen. Und das sollte dazu führen, dass das Gebäude eben diesen extremen Witterungsbedingungen besser standhalten kann. Es gab allerdings immer wieder Probleme, gerade mit dem Eis und mit Hochwasser, sodass da immer Sanierungsbedarf war. Hier an den Wehrgängen haben wir zu allen Seiten hölzerne sogenannte Auslugerker, von denen aus man also den Rhein in alle Richtungen beobachten konnte. Und dementsprechend keine Schiffe verpasst hat. Und von hier aus hat man sie vielleicht auch angerufen und sie zum Anlegen aufgefordert. Ich bin immer noch in einem der umlaufenden Wehrgänge und befinde mich jetzt hier direkt über dem Tor. Hier sehen wir die eindrucksvolle Kettenwinde, mit der das Fallgatter hier auf- und zugezogen werden konnte. So, und der einzig einigermaßen wohnliche Bereich in dieser Burg, das ist die Wohnung des Kommandanten, die wir jetzt betreten können, die aus drei kleinen Zimmern besteht, hier ebenfalls über dem Tor in etwa. Wir sehen hier in einem der Türme, ja, sowas wie so ein kleiner Küchenraum, den man sicher auch als Arbeitsraum nutzen konnte mit Blick auf die Stadt Kaub. Dann hier ein Wohnraum, so wie das jetzt im Prinzip ausgestattet und restauriert ist. Soll es ungefähr um 1700 ausgesehen haben. Ich weiß nicht, ist das hier das Bett? Eigentlich habe ich gelesen, das Schlafzimmer, ja, hier haben sie das Bett reingestellt. In den Recherchen, die ich durchgeführt habe, hieß es, das wäre das Schlafzimmer. Aber
Da ist man sich vielleicht nicht sicher. Also drei kleine Räume hier für den Kommandanten. Wo die Wachmannschaft sich aufgehalten hat und geschlafen hat, weiß ich nicht. Ich vermute mal im Bergfried. Ja, und auch in einer Zollburg. Da darf natürlich ein Abort nicht fehlen, den wir hier in idealtypischer Weise als Aborterker sehen können. So, ich stehe jetzt noch mal draußen hier vor der Burg und ihr seht hier noch mal sehr schön den erwähnten Anbau, diese Bastion mit dieser Spitze, die im Übrigen dazu führt, dass das Ganze, die Burg, wie ein großes Schiff hier im Rhein aussieht. Und diese Spitze sollte eben genau das Eis brechen, denn das kann wohl ganz schön mächtig und hoch werden, also sowohl das Wasser als auch das Eis. Und mir wurde hier berichtet, dass einst das Eis so hoch stand, dass diesem Löwen, der das Wappen hält, der Wittelsbacher, dass dem das Schwert aus der Pranke geschlagen wurde. Sehr eindrucksvoll. Ich bin wieder heil am Rheinufer hier bei Kaub angekommen und bevor ich mich für heute verabschiede, möchte ich noch vier Kleinigkeiten nachtragen. Als erstes hatte ich vergessen zu erwähnen, das Dach des Bergfriedes, das sieht ja so ein bisschen lampionartig geschwungen aus, ist eindeutig Barock-Baustil, dementsprechend nicht mittelalterlich Anfang des 18. Jahrhunderts so aufgesetzt worden. Vorher gab es dort ein Fachwerkaufbau und ursprünglich mittelalterlich, also damals im 14. Jahrhundert, gab es wohl oben eine Wehrplattform mit einer Brüstung, also ganz klassisch wie ein Bergfried. Das ist das Erste. Das Zweite ist, mir wurde nochmal gesagt, dass die Wachmannschaft nicht im Bergfried gelebt hat, sondern dass die nachts hier in Kaub wohl übernachtet hat. Das heißt, man vermutet, dass der Kommandant dort nachts alleine in der Wohnung auf der Burg verbracht hat. Wir reden aber jetzt wirklich vermutlich über eine Zeit, frühe Neuzeit, 1700. Da weiß man ungefähr, dass 20 bis 25 Wachleute dort die Burg besetzt haben, tagsüber, plus den Kommandanten. Und wie gesagt, Gefängniszellen gab es ja dort auch. Wie das im Mittelalter ausgesehen hat, das weiß man am Ende nicht. Drittens, man kann diesen Ort nicht verlassen, ohne zu erwähnen, dass an dieser Stelle, bei der Burg im Prinzip, über diese Insel führend, Blücher 1812, 1813 erstmals wieder den Rhein überschritten hat, im Befreiungskampf gegen die Franzosen. Mit 50.000 Mann ist er hier rüber. Zuerst mit Kähnen und dann haben sie eine Pontonbrücke gebaut und zwar wirklich in der Neujahrsnacht 1812, 1813. Also Marschall Vorwärts hat seinem Namen hier alle Ehre gemacht und dementsprechend wird er hier auch in Kaub sehr verehrt und geehrt. Eine Blücherstatue finden wir und ein Blüchermuseum. Und ein allerletzter Punkt. Die Burg Pfalzgrafenstein ist nur eine von zwei Burgen hier im Mittelrheintal, die seit dem Mittelalter im Prinzip unzerstört uns heute überliefert ist. Alle anderen sind Ruinen geworden oder wurden belagert und dadurch beschädigt und zerstört. Diese Burg nicht. Die wurde offenbar auch nie wirklich belagert und angegriffen und eingenommen. Aber es gab zwei kritische Momente in der späteren Geschichte. Der erste kritische Moment ist die napoleonische Zeit. Als Napoleon hier war, hat er 1805 befohlen, dass oben die Burg Gutenfels, dass die zerstört wird. Also die wurde quasi absichtlich zerstört. Allerdings, die wurde heilgelassen, vermutlich, weil die Franzosen ebenso scharf auf die Zolleinnahmen waren, die sie zwischen 1805 und 1812 dann hier auch eingetrieben haben. Und dann gab es nochmal einen ganz heiklen Moment zum Kriegsende. Und zwar hatten sich hier 1945 deutsche Soldaten verschanzt, die hier noch den Rheinübergang verteidigen wollten. Und das hätte möglicherweise einen Artilleriebeschuss der Alliierten nach sich gezogen. Aber zum Glück haben sie rechtzeitig die weiße Flagge gehisst, sodass diese Burg also bis heute unzerstört uns überliefert ist und hier immer noch am gleichen Fleck steht. Das wäre es von der Burg Pfalzgrafenstein. Für mich geht es jetzt weiter rheinabwärts, Gott sei Dank nicht so weit heute. Bis südlich von Bonn auf der rechten Rheinseite werde ich mein Quartier aufschlagen. Wir sehen uns, bis dahin, macht's gut. Euer Steinball.